Ja, was geht und willkommen zurück zur Project Zomboid, zur Project Zomboid Zombie Apokalypse. So wollte ich es nämlich sagen. Ja, wir sind wieder zurück in unserer Basis. Ich weiß nicht, lasst euch nicht irritieren von diesem Herzsymbol. Das hat hier gerade so ein bisschen seine Aussetzer. Ja, ich weiß nicht wieso, dass hier die ganze Zeit wackelt. Wahrscheinlich, weil wir leichte Wehwehchen haben, aber warum der hier so übertreibt, keine Ahnung. Soll uns nicht weiter stören? Ich würde sagen, wir haben in der letzten Folge sehr, sehr viel Holz gesammelt und, wir haben das Tor aufgelassen. Sehr, sehr gefährlich. Ich würde sagen, wir nehmen das Holz und zersägen es und bauen unseren Wall draußen weiter aus, dass wir das hier so ein bisschen sicherer machen. Bin überlegen, hier vielleicht auch eine, kann man diese Tür vielleicht deplatzieren, dass man die vielleicht irgendwie nimmt? Hier gibt es ja so ein Nehmen-Tool. Kann man diese Tür nehmen? Nee, ne? Schade. Weil dann hätte ich hier auch... Oder ich mache hier auch eine Tür. So eine Art, ja, Terrassendurchgang. Muss ich mal gucken, überlegen, weil ich will da nicht immer so einen miesen Umweg gehen. Ich nehme mal erstmal die Säge. Wir zersägen erstmal so ein paar Baumstämme. Und dann schauen wir mal, wie wir das Ganze machen. Nehmen wir mal eine normale Gartensäge. Und... ein paar Bretter bzw. Baumstämme erstmal. Jetzt ist halt die Frage, wie viel wir nehmen. So eine Schubkarre wäre geil, wenn es hier so eine Schubkarre geben würde. Glaube ich aber nicht. Habe ich jeweils noch nie gesehen, so eine Schubkarre. So, Baumstamm. Zwei Stück. Achso, wir zersägen jetzt alles. Ne? Wir zersägen einfach alles. Wir sind ein bisschen unglücklich. Wir sind auch komischerweise nicht hungrig. Wir haben aber lange geschlafen, weil wir ziemlich kaputt waren in der letzten Folge. Wir haben sehr, sehr viel Holz geschleppt. Wenn ihr euch erinnert, das war schon heftig. So, ich würde sagen, die Bretter legen wir mal erstmal hier einfach ab, ne? Wo haben wir denn die Bretter? Die legen wir einfach mal hier auf den Boden. Haben wir noch welche im Rucksack? Nein, aber wir haben noch Essen hier. Das haben wir vergessen irgendwie wegzupacken. Aber das können wir ja behalten, falls wir hungrig werden. Ich würde sagen, wir machen das auch gleich mit allen Baumstämmen. Haben wir ja nicht mehr so viele. Baumstamm zersägen, alles. Oh, das war's schon. Mehr haben wir nicht. Okay, krass. Ich dachte, wir hätten noch mehr. Dann können wir doch nicht so viele Wände bauen. Aber gut, dann machen wir erstmal das fertig, was wir haben. Und dann schauen wir mal weiter. Wir wollten ja noch eine Regentonne bauen für drinnen, damit wir dann wirklich ausreichend Wasser für die Zukunft haben. Wir sind ja sehr zukunftsorientiert. So, die Bretter auch einmal auf den Boden legen. Dann zersägen wir noch einmal die letzten Holzstämme. Oder nee, wir haben keine Holzstämme mehr. Wir müssen nur noch die letzten Bretter mitnehmen. Genau, wir haben keine Holzstämme mehr. Dann nehmen wir diese letzten Bretter mit. Wir sind geringfügig verletzt. Wir sollten aufpassen. Die Säge können wir auf jeden Fall erstmal wegpacken. Warum? Nein, nicht hier. Verdammt. Ah, das regt mich auf. Ich weiß immer noch nicht, wie ich dieses Regal hier wegkriege. Warum auch immer da so ein Regal ist. Und die Bretter packen wir mal einmal hier auch weg. Ich hoffe, das passt. Wir sind immer noch schwer beladen, wahrscheinlich wegen den Nägeln. Dann würde ich sagen, beeilen wir uns mal. Nehmen einmal den Hammer zur Hilfe. Eins nehmen. Und dann würde ich sagen, let's go. Ist noch ziemlich früh. Wir sind aber jetzt schon sehr kaputt. So, das müssen wir hier einmal auf jeden Fall... Okay, wir kommen da an die Bretter nicht ran. Hier vielleicht. Ah, ist natürlich doof, ne? Das ist... Eigentlich ist das doch voll in der Nähe. Wieso kommt denn der da nicht ran? Dann müssen wir die Bretter tatsächlich nehmen. Eins nehmen und dann noch eins nehmen. Ja, das ist doof. Wir sind ein bisschen hungrig. Wir machen erstmal das hier fertig. So, oh, wir können sogar schon Stufe 2 machen. Das kostet 4 Nägel, 2 Bretter. 4 Nägel, 2 Bretter. Ja, das kostet doch... Ja, das ja, ist doch umso besser. Dann machen wir doch mal gleich Stufe 2. Ja, sehr geil. Ich will mal ganz kurz gucken, wie die anderen Wände aussehen, weil wir haben, glaube ich, sonst alles Stufe 1 gemacht. Kann man, ja, man sieht es. Kann man das auch ausbauen in Stufe 2? Ja, kann man sogar ausbauen. Sehr geil. Sehr, sehr cool. Dann würde ich sagen, machen wir mal Bauen, Wände, Holzwand, Rahmen. Ne? Hier kommt noch einer hin. Na. Ach, der passt hier nicht mehr rein, oder was? Wieso passt der hier nicht? Ah, vielleicht weil wir im Weg sind. Kann das sein? Oder ist das wegen einem Zombie? Kann das sein, dass es wegen einem Zombie ist? Dann müssen wir den Zombie einmal nehmen. Ja, wir nehmen den Zombie mal und packen den mal so ein bisschen weg. Der stört mich hier auch so ein bisschen. Nicht, wenn er hier mein Haus irgendwie verseucht.
So, können wir den hier irgendwie ablegen? Wo ist denn der nochmal? Gleiche. Einmal hier ablegen. Und dann gucken wir mal, ob wir jetzt diese Wand bauen können. Wände, Holzwand dran. So. Nein, nicht. Ach so, ja, nee, wahrscheinlich. Ja, weil es wieder einfach viel zu weit weg ist. Dann müssen wir wieder eins nehmen. Also wir müssen hier tatsächlich... Also das ist ja mal richtig doof. Das ist doch in der Nähe. Also da hätten sie die Range so ein bisschen weiter ausbauen können. Also hier machen wir eins. Und daneben dann auch gleich eins. Und vielleicht machen wir dann hier hinten so eine kleine Tür. Ich glaube, das macht auf jeden Fall Sinn. So, hier kommen wir natürlich wieder nicht hin. Hier brauchen wir... Ich bin fast am Überlegen, alle Bretter zu nehmen. Aber dann wären wir sehr, sehr schwer beladen. Ich glaube, das ist nicht möglich. Wir essen mal erstmal das komplette Müsli. Können wir den Honig auch essen? Macht uns das glücklich? Ja, nee, aber das sättigt auf jeden Fall. Ich glaube, Müsli wird aber auch sehr, sehr sättigen. Wir haben hier noch eine Armbanduhr, die wir, glaube ich, auseinandernehmen können. Wollen wir, weißt du was, wir nehmen einfach mal die Hälfte der Bretter. Machen wir jetzt einfach mal. So, und dann fangen wir mal an, bauen. Das müssen wir jetzt natürlich aber schnell machen. Dann hier, Mensch, irgendwie ist das mit der Steuerung manchmal ein bisschen blöd. So, dann hier neben noch. Und dann würde ich sagen, hier machen wir eine Tür, oder? Ja, ich glaube, das macht Sinn. Ich glaube, hier machen wir dann eine Tür. Jetzt müssen wir mal gucken. Ja, geht natürlich nicht, weil uns Bretter fehlen. Die schnappen wir natürlich einmal alle. Also man braucht wirklich sehr, sehr, sehr viel Holz. Also wir haben noch nicht mal annähernd alles ummauert oder um Holzmauert, besser gesagt. Und ja, es ist krass, wie viel Holz wir einfach benötigen, ne? So, dann würde ich sagen, bauen, Türrahmen. So, machen wir hier eine Tür. Ne, dann haben wir da einen Durchgang, da einen Durchgang. Ich glaube, das ist ganz, ganz ordentlich. Und bevor wir da dann weitermachen, würde ich sagen, machen wir hier erstmal zu, ne? Dann machen wir hier Stufe... Ey, warum fehlen uns denn so viele Bretter? Aber wir können wahrscheinlich nicht mehr so viel tragen, ne? Kann das vielleicht sein? Alter, das geht ja mal ab wie Schütz Katz hier, ne? Müssen wir mal die Bandage gleich wechseln. Sollten wir dann im Anschluss direkt machen. Und dann einmal Stofffetzen anlegen. Und dann würde ich sagen, machen wir hier erstmal die Wandstufe. Wand aus Baumstämmen geht sogar auch. Okay. Na, das hätte ich mal vorwissen sollen. Eine Wand mit Baumstämmen, ja geil. Dann hätten wir gar nicht alle Sägen brauchen. Und das ist das vielleicht sogar... wie heißt es? Ist dann vielleicht sogar alles ein bisschen stabiler? So, wenn man die Baumstämme so lässt? Weiß ich gar nicht, was für einen Vorteil das hat. So, mal gucken, ob unsere Bretter noch reichen. Nein, unsere Bretter reichen nicht mehr. Wir haben kein Brett mehr. Sehr gut, sind trotzdem schwer beladen. Gut, was machen wir? Können wir eigentlich diese Dinger nicht... Die nerven mich. Können wir die nicht irgendwie abmontieren? Demontieren. Vielleicht so? Demontieren? Kriegen wir da was für? Nee. Wir kriegen diese doofen Stühle nicht demontiert. Aber wir können sie, glaube ich, nehmen. Naja, wir können sie nehmen, aber nicht demontieren. Sehr, sehr kurios. Schade, schade, schade. Das nervt mich doch ein bisschen. Drücke Tab, um den Modus zu ändern. Ah, cool, okay. Das sollten wir öfters nehmen, diese Funktion, weil da kann man wirklich ganze Regale so im Ganzen nehmen. Was ich überlegt habe auch, dass man sich vielleicht so einen Wasserspender irgendwo hernimmt, aus irgendeiner Polizeistation und dann hier platziert, dann brauchen wir nicht diese fetten Regentonnen. Das wäre auch eine Alternative, so ein Wasserspender. Das wäre vielleicht so mein Ziel, jetzt vielleicht für die restliche Folge jetzt erstmal irgendwo hinzulatschen. Wo es sowas geben könnte. Wir haben ja, glaube ich, eine Polizeistation markiert auf unserer Map. Bin ich der Meinung, wenn ich da einmal ganz kurz reinschaue. Genau, hier ist eine Polizeistation. Die ist natürlich ein bisschen weiter weg, aber da könnten wir mal rein. Vielleicht finden wir da ja sogar noch einen Schlagstock. Schlagstock ist ja so meine Waffe. ja, warum nicht? Machen wir einfach. Wir sind etwas unglücklich. Wahrscheinlich noch, weil wir vor ein, zwei Folgen das Hundefutter gegessen haben. Das war keine gute Entscheidung. So, Socken schmutzig. Holy shit. Okay, es ist viel schmutzig, blutig. Ich würde sagen, wir waschen uns einmal komplett. Füllen unsere Getränke auf, nehmen ein bisschen was zu essen mit. Und dann würde ich sagen, let's go. Einmal hier Bandage reinigen, bitte. Gut, dann würde ich sagen, ziehen wir weiter, ne? Ich würde sagen, wir nehmen auch ein Auto. Essen nehmen wir erstmal nicht mit. Wir haben, glaube ich, noch Essen. Wir haben Cracker.
Trinken sollten wir genug haben. Und ja, sollte passen. Die Frage ist, welches Auto nehmen wir? Ich glaube, ach guck mal, der ist schon fast ein Skelett. Schaut euch das an, das ist schon fast ein Skelett. Oder ist schon ein Skelett. Krass, und der hat keine Klamotten mehr. Keine Klamotten mehr. Die sind einfach so verschwunden. So, einmal kurz gucken, wie viel Benzin hier noch übrig ist. Der Motorzustand. Okay, hier können wir leider nicht mehr mitfahren, weil der Motorzustand ist katastrophal und ich möchte nicht das Risiko eingehen, irgendwie mitten im Weg stehen zu bleiben. Das heißt, wir nehmen einmal ein Benzinkanister. Nehmen wir ruhig im vollen, oder? Ne, wir nehmen einen leeren Benzinkanister. Und kippen das Benzin um, weil ich vermute, dass wir dieses Auto erstmal nicht benötigen. Vielleicht können wir das irgendwie reparieren. Uns fehlt dann natürlich so ein bisschen der Skill. Müssen wir mal gucken. Also ich würde hier auf jeden Fall erstmal das ganze Kraftstoff absaugen. Und hier einmal, wir fahren mit dem Auto, würde ich sagen. Ne? Gucken wir mal ganz fix, wie es mit diesem Auto hier aussieht. Ja, Motor ist gut, Motorhaube ist halt nur Schrott, aber braucht man nicht. Kraftstoff ist auch okay, ist noch einiges drin, aber wir können das noch auffüllen, glaube ich. Jetzt ist die Frage, haben wir da alles rausbekommen? Müssen wir gleich mal gucken. So, hier ist einmal gefüllt, können wir hier... Okay, wir können immer noch Kraftstoff absaugen. Meine Güte, ist das ein schweres Wort. Also eigentlich nicht, aber... Okay, hier... Hast du nichts mehr rein an Kraftstoff? Ist hier schon voll. Nee, ist noch nicht voll. So, hier bitte einmal füllen. Müssen wir mal gucken, im Benzinkanister. Okay, der Benzinkanister ist auch, also voll nicht, aber der sollte gut gefüllt sein. Ja, 25. Das sieht gut aus. Den Rest, oder was heißt den Rest? Den, das Schloss ist kaputt. Holy shit, wir kommen da nicht mehr rein. Das heißt, wir müssen den Benzinkanister. Wir lassen den Benzinkanister einfach mal hier im Taxi. Oh, warum haben wir das nicht mit rausgenommen? Okay. Autobatterie, Standardtyp, okay. Toilettenpapier, Kreuzschlüssel. Könnte alles noch relevant sein für die Zukunft. Schade, dass wir hier nicht mehr reinkommen, weil das Schloss kaputt ist. Dann müssen wir halt hier einmal mitfahren. Mit dem super Auto. Und ich würde sagen, wir machen uns auf dem Weg zur Polizeistation. Es ist 13 Uhr, ist, denke ich mal, okay. Ja, ich merke schon. Ihr merkt schon. Ich bin wieder da, der Raser. Wir müssen halt hier jetzt wirklich aufpassen. Ist das die das ist die Polizeistation, okay. Ich würde sagen, wir parken das Auto einmal hier. Ich Idiot habe natürlich wieder vergessen, das Auto auszuschalten. Na, dann wären wir nicht überrascht, wenn wir auf einmal keinen Sprit mehr haben. Jetzt ist die Frage, haben mich die Zombies gesehen? Ein paar haben mich gesehen. Aber vereinzelt sollte das kein Problem sein. So, komm schon. Irgendwie, ja, so richtig warm werde ich mit dem Baseballschläger leider nicht. Kann natürlich aber auch sein, dass es daran liegt, weil wir damit noch nicht geskillt sind. Also noch keine wirklichen Fähigkeiten haben. Die haben ja eher so schlagstockfähig. Oh, der, ja, da kommt doch das gute Loot. Sehr gut. Militärstiefel können wir eigentlich immer mitnehmen, ne? Kann man, glaube ich, nicht genug haben. Feuerwehrhose. Was habe ich denn überhaupt für eine Hose gerade an? Eine Feuerwehrhose. Wir können aber die Feuerwehrhose ruhig mitnehmen. Einfach so als Reserve. Weil ich glaube, das sind gute Klamotten. Ne? Also auch die gut Schutz bieten. Den habe ich jetzt einmal komplett übersehen. So, Boxershorts. Der hat nichts Besonderes dabei. Ich würde hier gerne einmal die Tür schließen. So, Halfter brauchen wir nicht. 9mm Patrone nehmen wir auf jeden Fall mit. Kugelsichere Weste nehmen wir auch mit. Ich will nicht zu viel mitnehmen. Okay, sollte erstmal passen. Jetzt gucken wir mal, was gibt es denn hier so Schönes? In den Regalen. Können wir in den Regalen nicht gucken? Okay, die Regale haben nichts. Die haben kein Inventar. Schade. Aber hier muss es doch was geben. Hier muss es doch... Und hier ist ein Wasserspender. Das heißt, den könnten wir theoretisch mitnehmen. Und dann brauchen wir keine Regentonne. Also können wir natürlich immer noch bauen, aber... Durch den Wasserspender haben wir dann eine gute Quelle. So, der hat nichts. Hausschlüssel. Wollen wir den Hausschlüssel mitnehmen?
Ach komm, scheiß drauf. Den Spender nehmen wir aber erst nicht mit. Den, da warten wir erst, weil ich glaube, das wird ein bisschen schwer, wenn wir den jetzt einfach in, ins Inventar packen. Deshalb würde ich jetzt hier erstmal in Ruhe durchlooten, gucken, ob wir hier was Interessantes finden. Aber sieht irgendwie nicht so aus. Blatt Papier ist, glaube ich, nicht so interessant. Der versucht hier reinzukommen. Kreuzworträtsel, Kamm, okay. M9-Pistole. Schachtel mit 9mm nehmen wir auch natürlich mit. Braucht man, wie gesagt, jetzt alles noch nicht, aber wer weiß. Oh, wollen wir alle Pistolen mitnehmen? Heftig. Ich glaube, das ist auch ziemlich schwer, ne? Ja, ich glaube, wir sollten aufhören, so viele Pistolen mitzunehmen. Patronen allerdings können wir mitnehmen. Davon kann man nicht genug haben. Hier sollte ich vielleicht einmal die... Okay, okay, das ist natürlich nicht so geil. Das ist natürlich nicht so geil. Wir sollten hier vielleicht so ein bisschen aufräumen, bevor mich die Horde hier so ein bisschen überrennt. Können wir nur von... Oh, wir können den sogar von... Okay, das war, glaube ich, nicht so schlau. Das war ziemlich laut. Schlagstock. Jawohl, da haben wir unsere Waffe aller Waffen. Schlagstock nehmen wir natürlich mit. Kreuzworträtsel. Nein, das ist auch krass, was die hier so im Bürostuhl haben. Schlagstock nehmen wir natürlich nochmal mit. Haben wir eine Schere schon? Die nehmen wir auch einfach mal eine Schere mit. Ich weiß gar nicht, ob wir eine Schere haben. Was ist das? Cologne? Cologne? Schrott. Okay, Doppelhalfter haben wir schon. Okay, den nehmen wir. Wir müssen die halt wirklich einzeln ausschalten, weil wenn die gebündelt die Zombies uns angreifen, dann haben wir keine Chance. Dann können wir unseren Charakter hier verabschieden. Aber soweit ist es, glaube ich, noch nicht. So, hier müsste es doch auch guten Loot geben, mein Gott. Okay, hier sind Zellen. Ich glaube, hier war ich tatsächlich noch nicht. Also in dem Polizeigebäude war ich schon. Aber ich habe mich da nicht allzu lange aufgehalten, weil ja, es einfach viel zu viele Zombies hier sind. Zur Not können wir natürlich unsere Waffe ausrüsten und die Zombies hier einmal kurz abknallen. Hat er hier irgendwie eine... Nee, der hat leider keinen Schlüssel für die Zellen. Aber da ist, glaube ich, auch nichts Besonderes drin. Ne? Okay, hier ist so ein Verhörraum. Dann würde ich sagen, nehmen wir den Wasserspender und machen uns auf dem Weg zurück, oder? Das ist halt ein kurzer Ausflug, aber kurz und effektiv halt, ne, würde ich fast sagen. Die würde ich hier gerne noch mitnehmen, aber ich will jetzt ungern gegen die Scheiben schlagen. Ja, da sind auch welche. Da würde ich sagen, nehmen wir einmal... Man könnte, glaube ich, diesen Kühlschrank auch mitnehmen, ne? Aber es würde uns nichts bringen. Wir haben ja schon einen Kühlschrank. So, einmal zack, nehmen. Jetzt bin ich mal gespannt, wie schwer wir... Oh, Gewicht 30. Holy shit. Holy shit, wie sollen wir das denn nur aushalten? Ich würde sagen, wir gehen einmal außen rum und ich vermute, dass wir das Zeug wieder nicht in den Kofferraum packen können, ne? Ich würde sagen, wir versuchen es gar nicht. Wir steigen gleich ins Auto und hauen so schnell wie möglich ab. Also ich hatte auch einen Kommentar. Danke erstmal übrigens für die vielen Kommentare, dass man auch wohl auf die Rückbank was packen kann. Einen Generator oder sowas. Ich wusste nicht wie oder ich weiß echt nicht, wie man das macht. Also wenn ihr das wisst oder wenn es überhaupt möglich ist, irgendwie auf die Rückbank was zu packen, dann... ja, sagt's mir. Ich weiß es nämlich nicht. Wir fahren übrigens falsch. Hier würde ich auch gerne mal rein. Das ist irgendwie so ein Rathaus oder ein Gericht oder sowas. Kann es sein, dass sich das Auto viel schwerer lenken lässt, wenn wir hier wirklich schwer beladen sind? Wirkt irgendwie so. Also, im Normalfall würde ich jetzt natürlich ein bisschen mehr looten. Vielleicht noch ein paar andere Häuser durchgehen. Aber dadurch, dass wir halt wirklich sehr, sehr schwer beladen sind jetzt... möchte ich nicht so lange ja, auf den Beinen bleiben oder halt unterwegs sein. Ich möchte jetzt eigentlich schnell zurück zur Basis. Dann können wir eigentlich vielleicht in der nächsten Folge wieder mal hoch und wirklich so Kleinkram looten. Nicht so großes Zeug, wo wir direkt schwer beladen sind, sondern wirklich so kleine, effektive oder effiziente Sachen. Mal schauen. So, und ich vermute, dass manche Zombies jetzt das mitbekommen haben, dass wir hier unsere Basis haben. Wahrscheinlich haben die das gehört. So, wir stellen das mal Ganze ab hier. Im Kofferraum haben wir, glaube ich, nur den Benzinkanister, ne? Ach, hier ist das Schloss jetzt auch kaputt. Verdammt. Kommen wir da an den Benzinkanister gar nicht mehr ran, oder was? Das wäre natürlich nicht so geil. Oh, wir können noch nicht mal klettern, weil wir einfach viel zu
kaputt sind. So, den Wasserspender würde ich sagen, platzieren wir einfach mal. Ja, warum nicht gleich einfach hier daneben, ne? Zack. Ja, sehr geil. Okay, dann haben wir auch einen Wasserspender. Dann können wir hier einmal die ganzen Kochtöpfe einmal bei uns ins Inventar platzieren. Und das Zeug hier befüllen. Ich weiß auch gar nicht, Wasser von Gegenstand befüllen. Okay, okay, befülle, befülle. Ist der hier überhaupt schon voll? Mal gucken, ne? Irgendwie. Wieso? Ach so, können wir nicht sehen, wie viel hier im Wasserspender. Ah, der ist schon voll. Okay, der Wasserspender ist voll. Ich sortiere mir alles so ein bisschen in Ruhe ein und würde an der Stelle sagen, ist ein bisschen länger, glaube ich, die Folge gewesen. Ja, wie gesagt, ich sortiere mir alles ein in Ruhe und wir sehen uns dann in der nächsten Folge wieder. Bis dahin. Ciao.